setzen. Zum Aufruf kommt der Fall Schäbig kontra Schäbig. Bitte eintreten. Sie sind also der verheiratete Was haben Sie denn da? Eine Tuba. Was wollen Sie denn mit einer Tuba? Spielen. Ich habe gehört, sei in Friedrichshafen Sonntagskonzert vom ZDF. Na, spielen Sie mal. Ich kann nicht. Wieso können Sie nicht, wenn Sie sagen, Sie wollen spielen? Ja, Sie haben doch gerade selber gesagt, ich bin Gelegenheitsarbeiter. Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Sie sind also der verheiratete Gelegenheitsarbeiter Hugo Schäbig. Jawohl. Ihr Name? Immer noch Schäbig, Hugo. Hendrik Rabenstraß, 78, vierter Stock, zweimal klingeln. Wie alt? 47. Bekenntnis? Unschuldig. Natürlich unschuldig. Sagen alle. Na ja, wenn sie alle sagen, dann müsst sie es ja auch glauben, ne? In der Anklageschrift heißt es, Sie sollen in einem Anfall von Trunkenheit Ihre Ehefrau, die verheiratete Augustine Schäbig geborene Beißzänger, die sollen Sie jämmerlich verprügelt haben. Ja, die eine granatemäßig verteufelt, also vor. Ebenso sollen Sie die herbeigeeilte ledige Anna Hummel bedroht haben. Jawohl. Sagen Sie mal, sind Sie mit der ledigen Anna Hummel befreundet? Gottes Wille, neu, das ist doch meine Schwiegermutter. Schäbig. Schäbig. Nein, nur einmal Schäbig, zweimal klingeln. Herr Schäbig, Sie scheinen mich für blöd zu halten. Darüber verweigere ich die Aussage. Ihren Vorstrafen nach haben Sie sich ja andauernd in schlechter Gesellschaft bewegt. Jawohl, meistens in Gesellschaft der Polizei. Also überlegen Sie, was Sie sagen. Was üben Sie zurzeit für einen Beruf aus? Zurzeit? Ja. Zurzeit bin ich Arbeitgeber. Wie bitte? Arbeitgeber? Ja, wem geben Sie denn Arbeit? Ja, Ihnen zum Beispiel jetzt zur Zeit. Da. Ich rate Ihnen, werden Sie nicht frech, gell? Hier steht, das heißt, das haben Sie ja selber zu Protokoll gegeben, jawohl, dass Sie an einem Arbeitsplatz 6 Jahre verbracht haben. Jawohl. Warum sind Sie eigentlich dort nicht geblieben? Ich konnte nicht, Herr Rat. Ja, warum denn nicht? Ja, ich bin vorher begnadigt worden. Sagen Sie mal, wann arbeiten Sie eigentlich? Dann und wann. Und was tun Sie da? Dies und das. Und wo? Hier und dort. Ja, dafür werde ich Sie jetzt einsperren. Ja, und wann komme ich noch wieder raus? Früher oder später. Wieso denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sie haben sich laut Paragraph 7 Absatz 1... Hören Sie mal auf mit der Barbara Graf mit ihrem einen Absatz da, nicht wahr? Wegen derer hat man mich schon mal neidung. Dabei, ich kenne dieses Luder gar nicht, nicht wahr? Also zur Sache. Jawohl. Jetzt reden Sie nicht drum rum, sondern schildern Sie schlicht und einfach den Hergang der Tat. Ja, in der Tat. Nicht in der Tat, sondern einfach der Tat. Der Tat? Ja. Nicht? Ja, also ich denke mir, das war also so. Also es interessiert nicht, was Sie denken. Ich will nicht, möchte Tatsachen hören. Also wenn Sie es nicht interessiert, was ich denke, dann kann ich gleich wieder gehen, nicht wahr? Ich kann nicht reden, ohne zu denken. Ich bin ja schließlich kein Jurist. Dann werde ich Ihrem Gedächtnis etwas nachhelfen. Sie haben an dem bewussten Tag Ihrer Frau zuerst eine Tasse heißen Kaffee ins Gesicht geschüttelt. Wieso? Hallo, Herr Rat, ich wollte ihr eine Kusshand zuwerfen und hab vergessen, vorher die Tasse aus der Hand zu nehmen. Ruhe! Ruhe! Sonst lasse ich den Saal räumen.
Und Sie sind auch ruhig? Ruhe, jawohl. Ja, und dann haben Sie anschließend Ihrer Frau einen Schirm auf den Kopf geschlagen. Ja, ja, aber die krumme Fies hat sie schon vorher gekannt, gell? Deswegen habe ich sie auch geheiratet. Was, der krummen Beine wegen? Ja, weil sie so gut zu meinen Schiebeteilmöbel passt hat, nicht? Schweigen Sie! Ich habe hier ein Foto Ihrer Frau nach der Tat. Die haben Sie ja ganz schön zugerichtet. Ja, ja. Mir hat sie nachher auch besser gefallen. Unerhört, unerhört. Na ja, der Tatbestand ist ja weitgehend geklärt. Haben Sie noch was zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Jawohl, Herr Rat. Glauben Sie, was in der Bibel steht? Na, ich sehe zwar nicht ein, was es mit diesem Verfahren zu tun hat, aber natürlich glaube ich, was in der Bibel steht. Ja, steht da nicht drin, dass die Frau aus der Rippe des Mannes erschaffen wurde? Allerdings, das steht drin. Eben, da wird doch dem Mann erlaubt sein, ab und zu mal ein bisschen auf seiner eigenen Rippe rumzuklopfen, nicht? Ruhe! Ruhe! Also jetzt reden Sie nicht so dummes Zeug, sondern sagen Sie jetzt ohne Umschweife, was Sie veranlasst hat, Ihre Frau zu verprügeln, dann in einen Teppich einzurollen und in eine Ecke zu stellen. Wie kam ich dazu? Ja, wie sind Sie dazu gekommen? Ja, noch. Durch schwere Beleidigungen, Herr Rat. Na, wer hat Sie denn beleidigt? Sie. Ich? Na, nein, Sui, also meine Frau. So. Ne? Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, ich sei blöd. Na, no, das ist in einer Ehe eine durchaus übliche Bezeichnung. Und alt sei ich auch, hat sie gesagt. Ja, auch das ist keine Beleidigung. Aber vertrottelt. Auch dieser Ausdruck ist in einer Ehe durchaus nicht strafwürdig. Aber noch hat sie noch gesagt, ich sei ein Idiot. Na, tut mir leid, auch dieser Ausdruck ist heutzutage zumindest bei Kraftfahren immer üblich. Also bei Worten wie blöde, alt, vertrottelt und Idiot kann in diesem Fall von einer Beleidigung keine Rede sein. So, wenn das so ist, dann leben Sie wohl, Sie blöder, alter, vertrottelter Idiot, Sie!